Moin liebe Altbeschrauber, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch, wie man beim BMW E90, 91, 92 und 93 die Türverkleidung ausbaut, um beispielsweise dieses schöne Ding hier einzubauen. Das ist ein Türschloss und wenn es wie bei diesem wunderbaren Exemplar ist, dass man das Auto also aufschließt und es geht nicht von außen auf, sondern nur von innen, dann könnte das vielleicht die Abhilfe sein, um das zu beheben. Ob es das wirklich ist, sehen wir später, aber ihr seht auf jeden Fall, wie man die Türverkleidung ausbaut. Für diese Arbeit braucht ihr zum einen genug Treibstoff und Hass, ein Torx 30, ein Torx 20 mit dem passenden Griff dafür, ein Verkleidungstool zum Abheben der Kabelsammelstecker, ein Verkleidungstool zum Abhebeln der Türverkleidung, eventuell eine Lampe, ein 10er Schlüssel oder Knarre, sowie die gewünschten oder benutzten Ersatzteile. Das heißt, den braucht ihr nur, wenn ihr das Fenster, die Fensterführung lösen müsst. Das heißt, Türschloss wechseln, Fensterheber reparieren, Fensterführungsschiene. Wenn ihr nur einen Lautsprecher tauschen müsst, reicht das vollkommen aus. Nachdem ihr also jetzt euer Werkzeug, was ihr braucht, zusammengesucht habt, legt ihr damit los, dass ihr als erstes diese Zierleiste entfernt. Die kann unter den Fahrzeugen verschieden aussehen, ist aber im Prinzip von der Befestigung und vom System her immer gleich. Ihr fangt also von der Scharnierseite aus unterzuhebeln. Baut die dann vorsichtig aus. Weiter geht es dann mit der Türgriffverkleidung. Die ist ein bisschen empfindlich, weil das sind also solche Plastikrummelnasen. Und dann braucht ihr euren Torx 20 und ihr seht insgesamt drei Schrauben plus einen Türgriff, die wir also jetzt ausbauen. So, ihr müsst euch damit abfinden, dass sie unter Umständen da in der Türverkleidung hängen bleiben und gleich fliegen gehen. Wenn es das war, nehmt ihr euren Spachtel, hakt den mit ein wenig Kraft hier unten unter, an einer passenden Stelle, und benutzt den also, um die Türverkleidung jetzt Stück für Stück abzuhebeln. Hier kommen euch schon alle möglichen Rummel entgegen. Die dann hier gerade rauszuziehen. Es gibt jetzt natürlich ein paar Stecker, Hochtöner, Bass und hier unten auch noch diversen anderen Kram. Die Türverkleidung ist jedoch so ausgelegt, dass ihr die normalerweise hängen lassen könnt und die dann ins Auto legt. Eine Besonderheit hier, dieses weiße Plastikding nicht dran rumreißen und vorsichtig hier anheben. Dann kann man den mit so ein bisschen Liebe nach oben rausziehen. Den Rest könnt ihr eigentlich erstmal ins Auto legen und dann vorsichtig trennen. Alle Schrauben eingesammelt und alles sonstige Kram noch aus der Tür rausgefallen ist, geht es jetzt damit weiter, dass also diese Haut abgezogen wird. Ein bisschen fummelig. Da bitte aufpassen, dass ihr die nicht einreißt. Wenn ihr die einreißt, zieht es bei euch im Auto und eventuell wird es nass. Für den Fall, dass die reißt, gibt es die doch als Ersatzteil. Ein Hinweis noch: In dieser Haut ist ein Draht drin oder ein Faden. Das heißt, wenn ihr so vorsichtig zieht, kann eigentlich nichts passieren. Wenn ihr das Ganze jedoch übertreibt, und es reißt doch, dann nehmt ihr einfach ein bisschen Panzerband und klebt das erstmal über.
Jetzt haben wir genug Platz hier dran. Als nächstes sorgt ihr dafür, dass euer Fenster oben ist. Nicht so wie in meinem Fall. Müssen wir jetzt also gleich noch eben nach oben fahren. Und ihr seht jetzt schon das Türschloss. Im Prinzip können wir das jetzt eigentlich schon mal ausräumen. Das heißt also den Zug abmachen für den Türpin. Den Stecker hier vorsichtig rauswackeln. Der hat oben und unten zwei kleine Riegelungen. Türseilzug nach unten rausziehen. Und dann kann man den so runterheben. Und dann löst ihr alle 30er Torx-Schrauben. Drei Stück an der Zahl. Wenn jetzt alle Schrauben los sind und euer Fenster oben ist, macht ihr damit weiter, dass ihr also im Prinzip eure Fensterführung zur äußeren, also zur Türschlossseite hin komplett schon mal abschraubt. Da ist jetzt gleich ein bisschen Gewalt gefordert. Also nach hinten drücken und dann so ein bisschen aus dem Weg räumen. Hoppala, bitte vorsichtig sein, da ist immer noch Glas oben dran. Innen drin geht es jetzt folgendermaßen weiter. Ich erkläre es euch jetzt nicht, ich zeige es euch jetzt nicht, ich erkläre es euch aber, weil man hier ein bisschen schlecht reinfilmen kann. Innen drin ist dasselbe Prozedere, das heißt auch nochmal ein Zug, der im Prinzip die Tür von außen entriegelt, sowie diverse Stecker, Kabelhalterungen, Entschuldigung, die sehen so aus, die könnt ihr also einfach mit diesem Werkzeug raushebeln, wenn ihr es habt, oder ihr zieht einfach ordentlich dran. Seht dann im Prinzip, wo sitzt es? Sitzt dann, jetzt muss ich mal scharf überlegen, sitzt hier dran und hier unten dran. Wenn ihr das Ganze abgemacht habt, könnt ihr das Ding jetzt hier so rausfädeln. Kabel vorsichtig aus dem Weg räumen. Das Ganze dann, wenn er es hier jetzt mal raus will, nach hier unten hinrutschen lassen. Hier so durch und dann mit vorsichtiger, sanfter Gewalt aus der Tür befreien. So, das ist das alte Teil. Vergleicht es eben mit dem neuen Teil. Sieht ziemlich identisch aus. Nur dass es nicht von Brose ist, das neue. Und dann wämmst ihr das genauso rein. Bei der Fahrerseite ist es so, habt ihr einen Schließzylinder, der im Prinzip hier in so ein weißes Kunststoffteil reingreift. Dafür müsst ihr von außen den Türgriff abbauen und den ganzen Fädelkram da raus und dann könnt ihr es hinterher Stück für Stück da wieder reinbasteln. Ist ziemlich schwierig, aber es ist auch in der Fabrik zusammengegangen, deswegen kriegt ihr es dann mit Sicherheit auch zusammen. Ich kann es euch jetzt leider nicht zeigen. Falsche Seite. Also in diesem Sinne, den Kram wieder rein. Das Ganze geht natürlich, so wie wir es auseinandergekriegt haben, auch wieder zusammen. Das heißt, das Ganze hier so ein bisschen mit Gewalt da reinschmeißen. Die Kabel aus dem Weg fädeln. Das Türschloss an die richtige Stelle buxieren. Und dann fangt ihr ein bisschen anders an als vorher. Ihr fangt jetzt mit den äußeren Schrauben an. Und je nachdem, was ihr da für ein Teil habt, müsst ihr da eventuell sogar noch ein Gewinder reinschneiden. Warum mit den äußeren Schrauben zuerst? Wir haben hier so eine Schaumdichtung, die sich also erst an der Außenseite richtig ranlegen muss. Und dadurch, dass sich das dann außen zurechtzieht und die Dichtung sich platt drückt und alles im Prinzip seinen richtigen Platz findet, wird das innere Loch erst sichtbar. Das Ding kriegt auch ordentlich Power. Fragt mich bitte nicht nach dem Drehmoment. Ich kenne mich mit BMW genau gar nicht aus. Aber ordentlich fest sollte hier reichen. Klick, klack.
So. Innen drin die Züge nicht vergessen. Jetzt die Kabel einklipsen. So. Und hier unten auch. Sonst klappert es nämlich. Na, wo ist das Loch? Das Loch ist dort. So. Stecker rein. Führung des Fensterhebers rein. Auch da fragt man nie nach dem Drehmoment, aber ich denke 10 bis 12 Newtonmeter sollten dafür ausreichend sein. Oder halt nach Gefühl. Türverkleidung wieder drauf. Darauf achten, dass kein Kabel drin ist, was nicht drin sein soll. Dann habt ihr hier oben so eine Vertiefung, die dient euch als Orientierung, auf welcher Höhe das Ding angeklebt werden muss. Und dann einfach der Türkontur folgen und dann ergibt sich auch alles weitere von selbst. Hinterher alles schön festdrücken. Falls ihr Risse habt, die nicht da sein sollen, also diese Schnitte sind logischerweise okay, klebt ihr einfach einen Streifen Panzerband drüber. Am besten das schöne blaue oder schwarze, also dieses richtige Gewebeband, dieses silberne. Das fällt in der Regel nach ein paar Wochen von alleine wieder ab und dann hätte sie euch auch sparen können. Den Dingens hier wieder dran. Da muss man so ein bisschen aufpassen. Der hat hier dieses Loch. So. Das passt. Und da kommt nachher euer Bauanzug für die Tür rein. Und wir werden das Ganze jetzt einfach mal eben testen, ob es funktioniert, ob es an der Elektronik gelegen hat oder am Türschloss, ob das Auto sich wieder selbstständig entriegelt. Dazu muss ich aber erstmal den Schlüssel finden. Wo ist er denn? Funktioniert. Es lag somit wirklich am Türschloss. Ich gebe euch noch einen Tipp mit auf die Reise. Kauft nicht den billigsten Rummel, auch am besten nicht von Febi, sondern wenn es geht, getestetes originales Gebrauchteil, Neuteil, Heller, Delphi, solche Sachen. Gerade beim Golf 4, ich weiß, es ist ein BMW, gibt es diese Probleme mit den nachgemachten Türschlössern, die dreimal funktionieren und dann kaputt sind. Und beim Golf 4 ist es so, das ist nicht so einfach wie hier, da habt ihr beispielsweise eine riesen Platte, die abgeschraubt werden muss. Und dann gibt es noch diesen tollen Fehlermodus, die Tür geht weder von innen noch von außen auf. Und dann? Herzlichen Glückwunsch. Wir bauen jetzt noch die Türverkleidung wieder komplett dran. Klipsen das also alles wieder ein, ziehen die Schrauben an, Verkleidung drauf, Zierleisten drauf. Feierabend. Ihr könnt natürlich auch bei dieser Gelegenheit gleich noch eure Lautsprecher tauschen oder weiß der Geier was, andere Türverkleidungen dran bauen. Prinzipiell ist es so, wie gesagt,
E90, 91, 92 und 93, das heißt sogar vier ganze Autoarten, könnt ihr auf die gleiche Art und Weise diesen Kram machen. Prinzipiell könnt ihr es auch übertragen auf E85 und so weiter. Zierleiste abbauen, Türgriff abbauen, Schrauben raus, abreißen. Achtet noch bitte eben vor dem Wiedereinbau darauf, dass alle eure Türclips in Ordnung sind. Wenn ihr das vorsichtig macht, so wie ich es gemacht habe, passiert da eigentlich in der Regel gar nichts. Das gleiche gilt auch für diese Dinger hier oben. Die kriegt ihr auch als Ersatzteil. Die sind hier unten reingeklippt. Die kriegt ihr nicht bei BMW. Bei BMW kriegt ihr die gesamte Leiste, aber die kriegt ihr bei eBay einzeln. Wir verdrahten das Ding jetzt mal eben wieder, machen auch den Türbauenzug gleich eben drauf. Das heißt, wir fangen im Prinzip wieder von unten an. Zack, die Beleuchtung. Das Fensterheberschalterchen. Dann legen wir das Teil mal eben kurz zur Seite. Irgendwie so. Kümmern uns um den Bauanzug. So. Jetzt kann man den hier so reinfädeln. So, einmal testen, ob das Ganze geht. Ich habe es jetzt falsch gemacht. Sieht sicherlich cool aus, um Klamotten dran aufzuhängen. Ist allerdings nicht richtig. Das heißt, andrücken, reinfädeln. Na, komm schon. Das ist jetzt ein bisschen fummelig. So. Ja, ob es funktioniert, seht ihr, ob sich das soweit bewegt. Jetzt zieh diesen Pin da durch und von oben anfangen mit gezielten, aber vorsichtigen Schlägen die Türverkleidung anbauen. Und jetzt kommt noch eine Besonderheit. Ihr müsst hier seitlich einmal reinschauen, ob eure Pins vernünftig ausgerichtet sind. Also ins Blech im Prinzip reingefädelt sind. Weil sonst ist es so, dass ihr beim ersten Schlag die kaputt haut. Und das wollen wir natürlich nicht. So, kleiner Test. Das hält. Unsere ganzen Schrauben wieder in Retour. Auch hier gilt fest, aber nicht zu fest. Verkleidung wieder drauf. So, ah, der will noch nicht. Jetzt aber. Als letztes eure Zierleiste. Die hakt ihr bitte mit diesem Haken hier hinten als erstes ein. So. Und zieht dann ein wenig daran und achtet darauf, dass dieser Pin mit diesen Muffen übereinstimmt. Das heißt also rein, vorhalten. Und gerade bei diesen Leisten, bei diesen Holzleisten, bitte wirklich vorsichtig sein. Das ist Blech, Holzlaminat und Epoxidlack, der ziemlich dick ist. Und wenn ihr das also nicht richtig macht, das heißt, ihr nicht richtig ausgerichtet, fragt mich nicht, woher ich das weiß. In diesem Sinne, Tür ist zusammen, alles festgeschraubt, euer altes Teil könnt ihr in den Müll schmeißen. Und dann sehen wir uns demnächst wieder mit einem neuen Video. Herzlichen Dank fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen hoch, ein Like, ein Abo. Ein Kommentar, was auch immer da, wenn es nicht gefallen hat, schreibt es mir bitte auch, dann verbessern wir es. In diesem Sinne,
Schönen Tag euch. Ciao.